Elias Stefanescu für GMP1 TV. Wir sind bei GMC 13 und an meiner Seite Mandy Böhm mit ihrem Trainer. Du hattest gerade einen wirklich, ja, in der ersten Runde jedenfalls sehr spektakulären Kampf. Danach hast du das Tempo ein bisschen rausgenommen. Es ging aber trotzdem hin und her, harte Schläge gegen Petra Ceskova. Am Ende, deine Hand wurde gehoben, du warst die Siegerin. Vielleicht nochmal aus deiner Sicht, wie hast du das Ganze erlebt? Drei harte Runden. Ja, meine ersten drei harten Runden. Wir sind das gewohnt, irgendwie ein bisschen schneller zu beenden. Es war eine harte Vorbereitung, wir haben uns auf sie eingestellt. Eigentlich hat alles gestimmt, wie man in der ersten Runde auch gesehen hat. Und ich habe sie drei Minuten lang, glaube ich, aus der Full Mount bearbeitet. Ich habe sie nicht so stark eingeschätzt, also körperlich, physisch nicht so stark eingeschätzt. Ich konnte meine Arme nicht richtig rausziehen, ich konnte nicht so mein Ding durchdrücken, was ich eigentlich machen wollte. Und dann habe ich auf der Uhr die 30 Sekunden gesehen und dachte mir, scheiße, jetzt schaffst du nicht, den Sack zuzumachen. Und ich habe wirklich ein Feuerwerk abgeschossen, weil ich mir sicher war, ich schaffe das in der ersten Runde zu beenden. Es sah ja auch wirklich gut aus, aber das Mädchen hat einen Betonschädel und auch, sie hat gar keinen, also sie hat nicht mal die Augen verzogen. Sie hat ordentliche Nehmerqualitäten, also Hut ab dafür, Petra. Ich kenne niemanden, der so viele Schläge einstecken kann wie du. Ja, ist auch eine gute Kickboxerin gewesen und demnach hat sie vielleicht dort auch ein bisschen Erfahrung auch im Einstecken gehabt, kam aber stark zurück. Hast du dich vielleicht ein bisschen ausgepowert in der Full Mount, dass du dann so wieder zurückkommen musstest erst in Runde 2 und 3? Ja, zurückkommen, das war so eine Sache, das war in der zweiten Runde, ich habe gemerkt, so die Luft ist raus. Der Kopf war nicht so richtig da und mein Herz hat mich irgendwie noch durch die zweite und dritte Runde getragen. Ich dachte mir so, okay, nimm dich in der zweiten Runde mal ein bisschen zurück, weil ich mir sicher war, dass das jetzt über die Runden gehen wird. Und ich mir dachte, spar dir noch Energie für die dritte Runde, damit du da nochmal ein bisschen aufdrehen kannst, um auch eventuell nicht so erschöpft zu sein, dass da ein Schlag dich von den Füßen holt. Ja, das ist dir auf jeden Fall gelungen, trotz einiger harten Treffer von ihr. Du hast auch ganz gut verteilt. Vielleicht nochmal ganz kurz zur Runde 1, da gab es, glaube ich, so ein Spinning Elbow. Kannst du uns dazu was sagen? Wie hast du ihn noch im Kopf? Ich habe jetzt ein paar Mal von diesem Spinning Elbow gehört. Ich bin ja froh, dass wenigstens ein Ellbogen dann ihren Schädel anscheinend erwischt hat. Ich habe die Runde nicht im Kopf. Das war viel. Es war oben, es war unten, es war links, rechts, rauf, runter, kicken, boxen. Viele Takedowns noch dabei. Ja, viel. Also ich habe viel gearbeitet. Das war auf jeden Fall ein Arbeitssieg. Auch wenn ich nicht so aktiv in der zweiten Runde war. Ich habe die auch abgegeben oder verschenkt vielleicht. Ich weiß nicht, wie ausgeglichen die war. Ich habe den Kampf überhaupt nicht im Kopf. Es war auf jeden Fall harte Arbeit. Arbeitssieg trifft es ganz genau. Hast du aber auch erfolgreich getan. Dennis, vielleicht an dich die Frage von außen. Wie hast du das Ganze erlebt? Und es gab ja den einen oder anderen Takedown. Ich dachte vielleicht, der Gameplan ist auch, ihre potenzielle Strikerin als Gegnerin eben auf den Boden zu holen. Was war der Gameplan? Nein, also einen Gameplan hatten wir im Grunde nicht. Wir wussten, dass Mandy am Boden stärker ist, aber sie sollte stehen bleiben. Aber ist eben noch sehr jung, ihre MMA-Karriere, und sie muss noch viel lernen. Und ja, wir haben heute gute Resultate gezogen, war jetzt auch ein glückliches Ende. Solche Kämpfe muss man auch gewinnen. Ja, das hat sie geschafft mit einer sehr dominanten 10-8 ersten Runde. Klar, den Sack nicht zuzumachen, aber das war alles okay. Das ist so, Petra war gut, sie war stark, eine sehr starke Kickboxerin, hat auch mehr Kämpfe gehabt im MMA als Mandy. Und wir haben uns bewusst auch für eine starke Gegnerin entschieden. An denen kann sie sich jetzt nur messen und lernen. Und ja, wenn sie das demnächst dann wieder umsetzt, dann sind wir wieder glücklich. Wir haben sehr viel trainiert, aber gut, heute haben wir das nicht so gut umgesetzt. Nur nächstes Mal kommen wir einfach stärker wieder. Ich glaube, das hat auch jeder gesehen, woran es gehapert hat. Aber ich bin, wie gesagt, glücklich, dass das so dann ausgegangen ist. Sie hat ja auch zwei Treffer bekommen, aber hat sie dann auch gut weggesteckt im Ende. Jetzt muss man einfach weiterschauen. Ja, aber Training, Training, Training einfach. Ja, dann weißt du ja, was dich demnächst erwartet. Aber nichtsdestotrotz natürlich Gratulation zum harten Sieg. Und ja, jetzt vielleicht noch die Frage, wie geht's mit dir weiter? Was planst du als nächstes? Ich kann mir vorstellen, jetzt erstmal ein bisschen Weihnachtsferien, Pause und dann wieder in den Gym. Steht schon was an? Nö, sagt sie. Wer rastet, der rostet. Wer Pause macht, verliert. Das ist
ein Geschäft, wenn ich mich jetzt hinsetze und anfange zu essen, dann treffen wir uns nämlich Neujahr mit 70 Kilo wieder. Nein, ich habe vor, weiterzuarbeiten. Ich arbeite, wenn die anderen Pause machen und sich ausruhen. Ich arbeite weiter. Also ich konnte heute nicht das zeigen. Ich bin enttäuscht, ich bin nicht zufrieden. Klar, das ist ein Sieg, viele sehen das so, ich sehe das nicht so. Ich kann mehr, macht euch gefasst. Ich kann mehr und ich werde auch alles daran setzen, das nächste Mal besser umzusetzen und mehr zu zeigen und dann auch in der zweiten und dritten Runde, sollte es eine geben, abzuliefern. Und alles Gute zum Geburtstag, Opa. Ich wollte mich noch recht herzlich an alle meine Unterstützer bedanken. Ich bedanke mich bei Tippett, ich bedanke mich bei Phytokraft. Ohne euch wäre das nicht möglich, das alles so durchzuziehen, wie ich es durchziehen kann. Ich bedanke mich bei allen meinen Freunden, bei allen meinen Trainingspartnern. Und Schmecke Reefer Clackman, für dich habe ich noch ein paar Worte. Ich hab die Alte richtig weggeplaystert. Huss. I'm in.